So, herzlich willkommen im vierten Spiel zwischen Dorothy und Dusk auf Steppenschauer Allee. Haben wir eine Mücke drin? Ja, eine Mücke, eine Fliege, irgendwas. Was kostet eine Mücke? Ja. Mein Bein juckt auch die ganze Zeit immer. Ich wette, das ist eine Mücke. Der Dorothy spawnt hier in der unteren Position als Zerg und der Dusk in der oberen Position als Terraner. Es steht jetzt 2 zu 1! Warum hast du denn 2 zu 2 gezeigt? Nein, ich habe 2 zu 1! Ah! Ist okay. Die werden schon verstehen, was du meinst, wenn sie einen Sound anhaben. Die schwitzen wie die Sau! Ja, es ist sehr heiß heute. So. In der Produktion sehen wir im Moment nur Würger, wie sich das gehört am Anfang des Spiels. Würger. Sieht man noch gar nicht, oder? Nein. So. Der erste Scout von Dorothy ist hier in der Base vom Dusk. Ich hab schon wieder Hunger. Will sich verstecken, aber kann es sehen. Zumindest kommt er wieder raus. Ich habe schon oft gehabt, dass ich in so einer Ecke festhänge. Mhm. Ja, da musst du auf den Mineral Patch klicken, ne? Da kommt man so schnell nicht drauf. Also ich jedenfalls nicht. Dann bin ich in Panik und denke mir, nein, 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 und dann ist es zu spät. So, gerade? Ja. Ja, Kaserne im Bau. Vom Dorothy kommt die Expansion extrem früh. Ja, das klappt. Mach ich wieder. Ah ja, gut. Aber schauen wir in die Drohnen. 14 zu 11. Ich würde sagen, letzten Runde hat er auch deswegen verloren, weil er nicht genug stören konnte am Anfang. Mhm. Jetzt denkt er sich, ich gehe auf Nummer sicher und mache einen auf Eco-Man. Ja. Kann schon sein. Cool kommt. Boah, vielleicht wird das auch ein Two-Base-All-In. Ein Zerg-Two-Base-All-In. Passt das zu ihm? Warum nicht, ne? Aber dann müsste er jetzt bald mal das Gas holen. Dafür hat er zu wenig Worker. Yummy Worker geht. Also, jetzt sollte das Gas gleich kommen. Wenn. Vielleicht macht er auch einen auf Eco-Man. Man weiß es nicht. Dann wäre der Pool aber was früh. Dusk auf jeden Fall, richtig. Dusk auf jeden Fall, One Base und Reaper in Gaston. Der Produktion. Richtig. Das nächste Gas kommt, wie gesagt. Ja. Ja. Das wird ein Reaper kommen. One Reaper Rush. In den letzten Spielen hatte er nicht so viel Erfolg mit den Reapern. Vor allem nicht gegen den Dorothy. Da ist er ein bisschen leichtfertig mit umgegangen, das stimmt. Schauen wir mal, wie das jetzt wird. Im letzten Spiel. Immer die Doppelspines, ne? Die nerven mich am meisten. Wenn er die mal sein lassen würde, da wäre ich ihm sehr viel geholfen. Ja, dass er vielleicht nur einen baut für den Anfang. Wenn überhaupt. Warum baut er die überhaupt? Ja. Also ich sag dir so. Am Anfang gibt es ja, also... Ich glaube, wir laggen wieder. Am Anfang kam ja nicht viel bisher. Kommt auch selten. Und nur wenn man genau weiß, es kommt was, dann kann man vielleicht mal welche bauen. Mhm. Oh, da kommt der Reaper rein. Schießt ja aber auf die Spines. Es wäre, glaube ich, besser. Schaffen. Ich glaube, es wäre besser, wenn ihr einfach durchlaufen würde und hier hinten die Worker einfach killt. Weil so. Zack, zack, bumm. Nothing. Wie viele Schläge muss es bei Reapern geben? 3. Alles gemerkt. Ja, das wird alles in unsere Verzeihung. FAQ-Liste eingetragen. Häufig Mann, gestellt. Wir machen ein Tutorial. Wie viele Schläge muss es geben? Tutorial. Ja. Maschinendock wird gebaut. Kaserne, Fabrik, zweite Base. Ja, dritte Base wird geholt von Dorothy. What's going? Doppelgas jetzt. Auf Seiten von Dorothy. Hat aber hier auch schon
Und T2 ist unterwegs. Ja. Vielleicht wird das wieder ein Muta-Push. Oder ein Bootlord-Push. Ja, das wäre natürlich schön. Oder ein Viper-Push. Viper-only. Ja. Ich hätte es ja schon geil gefunden, wo wir eben vor dem Stream gesprochen haben. Nicht fliegende Banelinge, sondern einfach schon, wenn die sich eingegraben fortbewegen könnten. Ja. Das wäre geil. Das war, glaube ich, zeitweise mal in Planung ja. für Heart of the Swarm, aber das haben die dann weggemacht, weil es zu krass war einfach. Ja, krasser als fliegende Banelinge ist ja nicht. Ja, gut. Stell mal vor, fliegende Banelinge. Wie geil das wäre. Und die müsstest du auch landen können, wie so eine Viper. Boah, das wäre richtig geil. Ein bisschen die, übertrieben, okay. Die kann man, Viper kann man gar nicht landen, oder? Wie ein Viking, meinte ich. Ach so, hm. Viking wollte ich sagen. Ja, es wäre OP. Ja. Wenn die landen können. Wie so ein echter Käfer halt, ne? Die fliegen dann hier so auf den Highground, landen und dann... Boah, klippenspringende Banelinge. Boah, die vierte... Wie eine Kampagne. Ja, die nächste Base wird gebaut. Von Dorothee. Ja, wieder super. Mega. Greedy. Greedy as possible. Aber ich weiß noch nicht, wo ich will. Auf jeden Fall, die ersten Autos sind unterwegs. 4 Stück hat er jetzt. Turret im Bau. Ah, hat gescannt vielleicht. Hat es vielleicht gesehen. Inspire. Ich weiß es nicht. Aber ein Turret kommt. So viel steht fest. Tourette-Syndrom. Hier Kaserne, Raumhafen. Das ist echt lustig, ne? Dass Tourette so gut gegen Mutas hilft. Ja. Maschinendirk, 1-1er Upgrade kommt. Meinst du, er versucht es mal wie in der ersten Runde? Ja. Mutas und seine Ullis? Ja. Ja. Sowas in der Art. Zumindest als Opener mit dem Mutas wieder. Linkspeed halb durch. Creep auch. Angefangen. I'm on your creep, bitch. So. Die Echse. 7 Mutas. Das berühmte 7-Muta-Bild. Parallel zum 7-Roach. Gibt's auch das 7-Muta. Die Worker sind gleich, in etwa. Da relativ sind sie gleich. Und was haben wir hier? Oh, ein Drop! Ein Drop! Und zwar ein Autodrop. Ja. Den haben wir auch schon gesehen, zuletzt beim Match zwischen Dusk und Warlock. Jetzt sehen wir es nochmal vom Dusk selber. Da muss er sich aber sputen. Dann ist also was abgeguckt, wenn man so will. Ja, da muss er sich aber sputen. Denn die Mudas, die sind hier schon am Bluten fast drin. Boah, das wird gleichzeitig sein. Der Drop und die Mudas. Ich weiß gar nicht, was ich euch zeigen soll. Muss die ganze Zeit nicht herschalten. Die Mudas sind drin, kämpfen gegen die Turret. Gleichzeitig, ja, die Turret ist down, macht hier super guten Schaden an den Workern. Gleichzeitig hier aber der Drop mit den Aliens in der Base, die sich mit der Queen beschäftigen. Die Mudas... Räumen ab. Können die Marines auf jeden Fall clearen, machen weiter Damage. Und die Widowmine. Down. Widowmine ist down. So. Hellions mussten eingeladen werden. Werden jetzt wieder gelandet. Aber die Worker, die meinten nicht weiter. Sie wollen es kämpfen. Ja. Ah, ja, gut. Ich denke, beide haben recht gut viel Schaden gemacht, aber das Ding ist, der Dorothy ist immer noch mit Mutas drin. Das heißt, der Dusk hat hier deutlichen Nachteil. Ja, macht richtig viel Schaden. Hätten einen jetzt auch noch mitnehmen können, Junge. Ja, eigentlich schon. Haben wir nicht jetzt dieses Regenerieren-Dings? Mhm. Ja? Ja. Boah, da kommen noch mal jede Menge Mutas nach. Und gerade zur rechten Zeit. Ja, richtig. Turret nicht fertig und die ganzen SCVs. Boah, da bam, ohne bam, Ende SCVs bam, sterben. Bam, bam. Ja, hier sind zwar ein paar Marines und eine Turret, aber das wird das sehr wahrscheinlich egal. Nicht reichen. Nein, die Widowmine hier drin, die wird ihm noch mal gefährlich gleich. Aber
Ja, ja, sehr gut. Hält's im sehr Arm. Gut. Die Mutas waren sehr gut gesplittet auch. Ja. Das ist das GG. Ja, ich denke auch. Da hat er jetzt richtig viel Schaden machen können. Und hat jetzt schon nur weniger als die Hälfte der Arbeiter. Ja. Keine Units mehr. Ja. Alles, was hier gebaut wird, stirbt einfach instant. Ja, und da kommt das GG. War klar. Ja. Ja, wie auch denn dennoch so, es war ein schönes Spiel wieder. Es waren vier schöne Spiele. Mir haben sie alle sehr gut gefallen. Ja, auf jeden Fall. Fand ich auch. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Hadi. Tschö. Ah, das war geil. Die ganze Zeit ist die Mücke an meinen Beinen. Ist sie bestimmt auch. Du hast voll die Paras, Junge. Hab ich auch. Hab ich wirklich.